Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute geht es um den Cupra Leon. Wir werden den testen, seine Fahrweise, seine Eigenschaften und was ihn besonders auszeichnet. Hier in der Hybrid-Version mit 245 PS. Wir werden ihn auch vergleichen mit dem Cupra Formentor, der hier beispielsweise steht. Oder eben auch, wer soll den Cupra Leon ST lieber kaufen, also das Kombimodell, oder wie hier die Limousine. Wir steigen also jetzt gleich ein und wenn du noch weitere Fragen zum Cupra Leon hast, dann bist du hier genau richtig und zwar beim Autohaus Neumeier in Eschlekam. Das sage ich jetzt nicht nur, weil die mich für die Werbeeinblendungen bezahlen, sondern weil das echte Experten sind und sich wirklich gut auskennen. Das ist ein Cupra-Autohaus, nicht nur ein Seat, sondern auch wirklich ein Cupra-Autohaus mit diesen Experten eben auch und mit tollen Hauspreisen. Das sage ich aus Überzeugung und nicht, weil sie mich bezahlen. Deswegen klickt auch mal dort auf deren Webseite oder meldet euch einfach mal bei denen. Die haben auch fantastische Angebote bei zu diesem Cupra-Modellen und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Mir persönlich ist es sehr wichtig, euch einen echten Eindruck zu geben über die Autos bzw. die Erfahrungen damit. Und deswegen muss das Autohaus Neumeier-Team heute ganz stark sein, denn normalerweise sind die Autos ja immer schön geputzt, wie bei allen anderen YouTubern auch, bei mir jetzt in diesem Falle nicht. Es ist bewusst etwas schmutziger, dieses Fahrzeug, denn es geht jetzt mal um die Farbe. Diese Farbe nennt sich Graphengrau Metallic, also sie ist Metallic. Es gibt übrigens auch matte Farben bei Cupra, aber die gefällt mir hier besonders gut. Grau. Wieso gefällt einem Grau? Ich bin überhaupt kein Grau-Liebhaber. Aber die Farbe hier sieht besonders aus. Das gibt es bei wenigen Autos überhaupt. Diese Lackfarbe speziell. Und ich finde, sie passt sehr gut zu einem schwarzen Schiebedach beispielsweise. Den dunkelgrauen Außenspiegeln, schwarzen Felgen und auch dem Bronzeton von Cupra, das man ja auch in dem Cupra-Logo hier vorne sieht. Finde ich persönlich, auch wenn es jetzt sehr subjektiv ist, ist insgesamt sehr stimmig, aber auch dankbar. Denn gestern, obwohl das Wetter heute so wunderschön ist, gestern war es wirklich kalt, nass und an den Straßen salzig. Und das sieht man natürlich sofort, wenn man dann fährt. Jeder kennt das Problem. Und dieses Auto ist ungewaschen. Und deswegen ist die Farbe hier dankbar, weil man diesen Schmutz am Auto nicht so sehr sieht. Ein Vorteil von vielen bei so einem Hybridmodell ist einfach auch, dass es leise ist. Das Fahrzeug ist jetzt an und ihr hört nichts. Wieso? Weil es sich jetzt im E-Modus befindet. Und im E-Modus verhält es sich genauso wie jedes andere Elektroauto auch. Allerdings ist bei dem Hybridfahrzeug die Reichweite im reinen elektrischen Modus deutlich geringer als bei jedem anderen E-Auto. Hier bin ich bei realistischen 40, 45 Kilometern, also bis zu 60, aber das ist sehr stark abhängig, ob du in bergiger Landschaft fährst oder eben in flacher Landschaft und wie du auch fährst, ob jetzt eher mit Vollgas, also das muss man immer so mit Vorsicht genießen, aber 40 Kilometer sind auf jeden Fall möglich. Hier in diesem Cupra Leon oder insgesamt bei den Cupras habe ich zwei unterschiedliche Fahrmodi, aus denen ich auswählen kann. Hier im Fahrzeug einmal den sogenannten E-Mode. Dann fährt das Fahrzeug rein elektrisch und zwar immer elektrisch, bis der Akku leer ist. Oder es gibt den Hybrid-Modus. In dem Hybrid-Modus versucht er das Effizienteste rauszuholen. Wenn man zum Beispiel bergauf fährt und es sehr viel vom Akku frisst, dann switcht er um in den Benzinmodus. Im Hybridmodus benutzt der Leon die Elektromobilität eigentlich nur zum Anfahren. Da benötigen wir am meisten Benzin. Das übernimmt dann der Akku oder eben dann für maximale Beschleunigung. Dafür ist dann eben der E-Motor auch zuständig, um einfach so schnell wie möglich zu beschleunigen. Auch das ist ein Vorteil der von E-Mobilität, einfach dieses Drehmoment und dass ich sehr schnell beschleunigen kann. Das wird auch hier zugute genommen. So, ich habe jetzt hier den Motor mit 245 PS und einer 6-Gang DSG. Das ist auch der einzige Hybridmotor, den es derzeit gibt. Es gibt hier in der Limousine auch noch die Möglichkeit, den 300 PS Benziner zu nehmen. Der hat aber eine 7-Gang-Automatik. Beide schalten butterweich. Man erkennt ehrlich gesagt fast keinen Unterschied, ob jetzt 6 oder 7 Gänge. Aber man erkennt, dass die 300 PS Version schon noch etwas mehr Power hat, bei der Beschleunigung noch mal etwas mehr direkter ist und auch direkter am Gaspedal. Der Hybridmotor schafft schnelle Beschleunigung
vielleicht ein Tick, also ist ein Tick langsamer, ein Tick träger, aber immer noch schnelle Cupra-Beschleunigung. Aber man kann mit ihm auch Eco unterwegs sein. Das bedeutet also möglichst effizient und möglichst gering im Unterhalt. Und das ist der Vorteil eines Hybridfahrzeugs. Und das ist auch besser, finde ich, für den Alltag, wenn man mich fragt. Denn wie oft fährt man denn mit maximaler Beschleunigung, mit 300 PS um die Kurven? Irgendwann fängt jeder mal an zu sparen oder hat auch jemand keine Lust, so schnell zu fahren. Und das verbindet eben diese Hybridtechnologie. Es ist alles ganz einfach auch zu laden. Fahren wir mal los. Ihr hört jetzt nichts. Das Fahrzeug ist sehr leise, wie ein E-Auto eben auch. Gleich setzt der Benzinmotor ein. Achtung. Jetzt setzt der Benzinmotor ein. Vielleicht könnt ihr es hören. Aber der Übergang zwischen rein elektrisch und mit Benzinmotor ist fließend. Hier bemerkt man eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Mit was man jetzt unterwegs ist. Wenn man jetzt den Kickdown hat, also Vollgas durchgedrückt am Gaspedal, dann bemerke ich beim Hybridmodell, dass er im Vergleich zum Benziner, ich gebe mal jetzt hier Vollgas, das dauert eine Gedenksekunde, bis es wirklich losgeht. Die Fahrmodi machen hier besonders Spaß. Spaß nämlich, wenn man effizient fahren möchte. Der Eco-Assistent, ich fand das beim Benzinmodell, beim ganz normalen Seat Leon, etwas zu sehr in meine Fahrweise eingegriffen, weil ich ausrollen möchte, beim Benziner beispielsweise. Hier beim Hybridmodell macht das Ganze plötzlich Sinn. Passt mal auf. Ich habe jetzt hier ein Ortsschild vor mir. Und man möchte dann abbremsen, dass man auf 50 km/h kommt, dann hinter dem Ortsschild. Und das weiß anhand der Daten im Navigationssystem und GPS der Cupra Leon schon im Vorfeld und bremst dann so ab, dass er die maximale Energie durch Rekuperation, also wieder in den Akku speisen kann. Das heißt, das tut er im Vorfeld, das tut er vorausschauend und dadurch kann ich mir durchaus 1 oder 2 Prozentchen Akku mal wieder aufladen und ich fahre möglichst effizient und bin möglichst effizient unterwegs. Durch vorausschauendes Fahren, durch teilautonomes Fahren und eben durch diesen Eco-Assistent, der dann eben eingreift, damit es möglichst ökologisch ist und auch der Akku wieder schnell aufgeladen ist. Wer jetzt sagt, ich möchte nicht, dass das Auto mir plötzlich bremst und dass das langsamer wird. Ich möchte volle Kontrolle über das Fahrzeug. Der kann dann auch den Eco-Assistenten ausschalten. So, also der vorausschauende Modus macht beim Hybrid besonders viel Sinn. Kommen wir nun zur Fahrweise. Das Fahrwerk, finde ich, ist super abgestimmt. Eine tolle direkte Lenkung. Die Lenkung kann ich auch einstellen, im Individualmodus beispielsweise, und ist auch sehr unterschiedlich von den unterschiedlichen Fahrmodi tatsächlich. Im Cupra-Modus ist es sehr direkt. Im Komfortmodus ist der Lenkweg am längsten, also am komfortabelsten, und im Sportmodus ist es genau dazwischen. Im Individualmodus kann ich mir den Fahrmodi so zusammenstellen, wie ich möchte. Und tatsächlich nehme ich den auch am häufigsten. Denn eine Sache gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut, und das ist dieser künstliche Sound hier im Cupra. Das ist irgendwie so ein Blechbüchsen-Sound, besonders im Cupra-Modus sehr laut, gefällt mir persönlich jetzt eher weniger, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen gibt es zum Glück den Individualmodus. Im Individualmodus habe ich dann maximale Cupra-Beschleunigung, aber eben einen leisen Motor und nicht diesen künstlichen Sound. Das finde ich persönlich am angenehmsten. Und das ist schön, zum einen, dass sich die Fahrmodi, dass die Sinn ergeben und dass wir in diesem Unterschied, dass wir auch mit Individual den so einstellen können, wie ich den auch persönlich haben möchte. Wenn man jetzt mit einem Cupra, und das ist selbstverständlich, wenn man sich so ein Auto kauft, sportlicher unterwegs ist, dann kann man mit dem auch driften. Das ist möglich, allerdings nur dann, wenn das ESP ausgeschaltet ist. So wirklich komplett aus ist es eigentlich nie, aber Drifts sind ohne dem ESP möglich. Mit ESP eigentlich so gut wie nie, da wird dann sehr auf Fahrsicherheit gesetzt. Also nur damit ihr das mal abschätzen könnt, er regelt im ESP-Modus, was Drifts angeht, schon ziemlich ab.
wir haben jetzt hier, vielleicht liegt es auch an den Reifen, durch diese schnelle Beschleunigung, durch den E-Motor beispielsweise, drehen die Reifen, also ich habe etwas wenig Grip, wenn ich jetzt im Kickdown komplett Gas gebe, die Reifen drehen etwas schneller durch als beispielsweise beim Formentor. Das mag am Gewicht liegen, das mag an der Bauweise liegen, aber Fakt ist, der Formentor hat einen Tick mehr Grip. Man kann jetzt hier auf der linken Seite am Virtual Cockpit sehen, wenn ich in den blauen Balken fahre, dann fahre ich rein elektrisch, jetzt fahre ich rein elektrisch. Gebe ich jetzt mehr Gas, dann schaltet er um, also schaltet den Benzinmotor dazu. Das seht ihr jetzt an dem bronzenen Balken. Und wenn ich jetzt wieder Gas gebe in der Fahrt, dann kommt ein Elektroboost dazu. Das wird auch angezeigt. Passt auf. Jetzt der Elektroboost. So, und jetzt testen wir mal die Beschleunigung von 0 auf 100. Auf die Plätze, fertig, los. Jetzt bemerken wir, dreht durch. Auf die Plätze, fertig, los. So, und jetzt der Geschwindigkeitstest von 80 auf 140 km/h. Ich muss mit dazu sagen, es geht jetzt hier leicht bergauf. Auf die Plätze, fertig, los. Wir sehen jetzt hier links an der Seite, wie er rekuperiert, also jetzt hier volle Rekuperation. Und je nachdem, wie viel ich bremse, umso mehr wird wieder in den Akku auch mit eingespeist. Der Innenraum des Cupra Leons erinnert natürlich sehr stark an den Seat Leon bzw. Cupra Formentor. Wir kennen das Konzept, das Designkonzept, wir kennen das Cockpit an sich. Also es ist jetzt nichts Unbekanntes. Das Einzige, bei dem sich der Cupra Leon unterscheidet vom Seat Leon, das sind gewisse bronzenfarbige Zierelemente bei den Lufteinlässen beispielsweise oder diese wunderschönen Sitze hier in Leder bzw. Stoff. Die Materialien sind sehr gut ausgewählt. Ich habe hier eigentlich wirklich nichts zu meckern. Das Lenkrad fasst sich auch super an mit diesem Kunstleder. Seat war hier vorher schon Benchmark, ist es immer noch, aber der Unterschied zwischen Seat und Cupra ist hier weniger spürbar als beispielsweise beim Fahrspaß. Und auf den Fahrspaß bzw. die Fahreigenschaften, besonders hier in diesem Hybridmodell, möchte ich mich in diesem Video fokussieren. Deswegen, wer sich innenraumtechnisch noch mehr Details ansehen möchte, der kann sich hier auf meinem Kanal austoben. Das gibt ein Cupra Formentor Video oder ein Seat Leon Video. Dort wird eh schon alles diskutiert, auch übrigens beim Cupra Ateca. Kommen wir nun abschließend zu den Ausstattungstipps und zum Fazit. Und ich habe es ja eingangs erwähnt, mir geht es um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Stellen wir uns also jetzt an dieser Stelle mal die Frage, wo können wir uns bei dem Modell vielleicht noch etwas sparen? Was ist jetzt eher Luxus? Und ich habe es eingangs auch schon erwähnt, die Felgen beispielsweise sind wunderschön. Die Basisfelgen finde ich persönlich aber auch ziemlich sexy. Das ist aber sehr subjektiv. Ich persönlich finde auch, dass die Ledersitze, wir haben jetzt hier diese Stoff-Leder-Sitze, das sind die Basissitze, sind auch schon wunderschön. Ich glaube, nicht jeder benötigt unbedingt Ledersitze. Man kann da auch wirklich zu den ganz normalen greifen und macht damit überhaupt nichts verkehrt. Die sehen auch so wunderschön aus. Seht sie euch einfach mal an, fühlt euch dies. Das ist wirklich hochwertig. Finde ich, muss nicht unbedingt Leder sein. Auch das Supersport-Lenkrad ist natürlich super schön, aber er kostet stolze 730 Euro Liste Aufpreis. Das Schiebedach, naja, das ist jetzt eben je nachdem, wo man fährt und wie oft man das auch wirklich benutzt. Wer das eher weniger benutzt, denke ich, kann man auch unter Luxus verbuchen. Es ist etwas kleiner und deutlich kleiner als beim Kombi beispielsweise. Beim Kombi geht es komplett über das Fahrzeug. Da habe ich vorne und hinten was von, weil es sehr lichtdurchlässig ist. Hier bei der Limousinenversion, finde ich, ist es dann doch relativ klein. Wenn man jetzt kein absoluter Schiebedach-Fan ist, denke ich, ist das kein Muss. Ist also eher unter dem Punkt Luxus zu verzeichnen. So, und dann kommen wir zu der Motorvariante. Der Benziner kostet Listenpreis über 1.000 Euro
mehr. Und damit kommen wir auch zeitgleich schon zur nächsten Preis-Leistungs-Frage, die sich stellt. Kaufe ich mir jetzt eher den Kombi, also den Sports Tourer Cupra Leon ST oder diese Limousine? Naja, das ist also sehr abhängig davon, was ich tue im Alltag. Ist mir beispielsweise der Ladevolumen sehr wichtig, dann würde ich eindeutig, ist ganz klar, zum Kombi greifen. Aber der Kombi kostet auch 1.300 Euro Listenpreis mehr im Vergleich zur Limousine. So, das muss man selbst abwägen, ob einem das wert ist. Der hier hat nie eine Anhängekupplung mit dabei. Finde ich persönlich schade. Liegt an der Auspuffanlage, die sehr spät auseinandergeht. Das ist beim Kombi etwas anders gelöst. Also wer Wohnwagen ziehen möchte beispielsweise, der muss sich eigentlich für den Formentor, dem Ateca oder den Leon ST entscheiden. Übrigens liegt die Anhängelast beim Seat Cupra Leon ST bei 1500 Kilo gebremst. Es gibt bei dem Cupra Leon und auch bei dem Formentor gibt es derzeit unglaublich fantastische Leasing-Angebote, wo man man muss schon fast sagen, Alltagssportwagen zu einem sehr, sehr günstigen Kurs leasen kann. Hier sage ich ganz ehrlich, Obacht, passt hier bitte auf. Die Preise locken, die sind sehr, sehr spannend und da guckt man auch gerne mal hin und denkt sich, Mensch, so günstig, so ein tolles Auto. Aber die müssen ja auch irgendwo Geld verdienen. Und das Geldverdienen findet dann oftmals bei der Endabnahme des Fahrzeugs statt. Das heißt, wenn irgendwann mal ein Kratzer im Alltag ist, dann kann zum Beispiel so ein Autohaus Neumeier wie hier nur über etwas hinwegsehen, etwas kulanter sein. Und dann habe ich am Ende keine Zusatzkosten, die ich bezahlen muss. Bei solchen Billig-Leasing-Anbietern, die müssen ja Geld verdienen und die gucken dann sehr genau hin. Und ein Ding, wenn das kaputt ist oder zerkratzt ist beispielsweise, dann muss man wirklich ordentlich blechen. So holen die ihr Geld wieder rein. Und deswegen ist am Ende dieses super billig Leasing-Angebot im Vergleich zu Autohäusern, wie hier beim Autohaus Neumeier, sind dann am Ende doch nicht mehr ganz so günstig. Und die Quittung hat man dann erst in 3, 4 oder 2 Jahren, je nachdem, wie lang euer Leasing eben läuft. Deswegen würde ich sagen, geht zu einem Händler, dem ihr vertraut, bei dem ihr wisst, Mensch, wenn ich da mein Auto abgebe und habe dann einen leichten Kratzer, da kann der mal drüber hinwegsehen oder ist etwas kulanter. Und das bitte nie vergessen bei diesen ganzen Preis-Leistungs-Debatten um dieses Auto. Was sagst du zu diesem Cupra Leon? Schreib mir doch mal gerne einen Kommentar hier unter dieses Video. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns bei einem der nächsten Autotests oder Autochecks auf diesem Kanal wieder. Bis dahin, danke fürs Einschalten, bis bald.